Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic gemeinsam mit Backemaker, Reggie und Kampf Raujo. Heute haben wir eine ganz besondere Challenge. Und zwar. Hallo. Servus. Hallo. Müsst ihr mit einem Katapult oder ähnlichen Dingen, das müsst ihr euch überlegen, in diese Löcher reintreffen. Und zwar müsst ihr deine Toilette, nicht eine ganze Toilette, sondern das Papier reintreffen. So, das findet ihr unter I und Toilettenpapier, da ist das dann zu finden. Schauen wir kurz einmal fürs Video. Toilettenpapier. Da haben wir es auch schon. Dieses Toilettenpapier muss hineingeworfen werden. Desto kleiner das Loch ist, desto mehr Punkte gibt es für euch. Verboten ist die Kanone da, diese Kartoffelkanone. Dankeschön. Ja, genau, damals schön. Und haben wir noch irgendwelche Verbote? Die Mod-Sachen. Ja, die Mod ist halt verboten, die wir oben haben. Genau. Warum baust du schon, Regi? Du gemeiner Bub. Ja, mach der Julian auch. Und der Julian auch. Mach das mal kurz runter und dann zähle ich runter, dass dann losgeht, ja. Zeit habt ihr 30 Minuten und ich würde dann sagen, dann legen wir los. Weil das ist Sabotage hier. Sabotage. Ja, Sabotage. Mach das noch weg und dann geht's los. Also, viel Spaß dabei und es geht los in... Mein Handy ist dunkel. 3, 2, 1, go! Bist du angeschaut, wie schnell du das setzt. Ich glaube, die zweite. Hey, was glaubt ihr, die zweite? Das weiß kein Mensch, ja. Schon. Ja, das war mal so. Ja, ich hab's gerade verkackt mit dem Mikrofon, das war am Arsch der Welt. Danke, Manuel. Das bitteschön. Es tut mir leid. So, also es sitzt wieder jeder wahrscheinlich auf Katapult, wie gerade eben in der Aufnahme, die ich schmeißen kann. Welche Aufnahme? Ach, du hast es schon aufgenommen. Aha, komisch, ne? Dabei hast du noch gar nichts gesagt. Ja, ich habe schon was gesagt, aber es war ziemlich weit entfernt. Das hat so klungen, wie als wäre ich ganz, ganz weit entfernt. Und jetzt bin ich ganz, ganz nah dran. Ganz, ganz weit entfernt. Mhm. Krass, Alter. Richtig krass. Da unten sieht man übrigens auch die Punkte. Schauen wir uns kurz mal an. Jeder hat da schön 0 stehen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte die kleinsten Löcher geben, die mittleren und das größte, aber eben aufsteigend, so viel war sie. So, Regi baut wieder Reifen dran, genauso wie... Alter, ich würde noch mehr Reifen dran bauen, Alter, was ist mit dir, Matteo? Ich wäre sicher. Ja, das stimmt, ja. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr euch auch drehen möchtet. Ach, so eine Lenkung, das schauen wir kurz einmal. Und werden dazu nichts sagen. Okay. Ja. Und Julian ist halt ziemlich, ja, ziemlich fix. Ziemlich fix. Also wirklich drehen kannst du dich aktuell nicht, aber wer weiß. Da kommt vielleicht noch was. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen klein, ne? Ja, schaut nein, schon besser aus. Ist das Grob jetzt nicht da. Ja, gut, das stimmt. Wie man das Klopapier rauflegt, wissen alle schon. Bist du Epper, das war schnell. Easy. Ich bin schon gespannt bei dir, Alter. Bin echt gespannt, wie weit das fliegt. Wir haben momentan auf der Uhr haben wir 2 Minuten 13 sind bereits abgelaufen. Wahnsinn. Da habt ihr noch genug Zeit. Wow. Crazy shit, man. Aha, was sehe ich denn da? Das ist nur die Frage, wie ich den Spaß bediene. Wie du das verbindest vor allem, ne? Ja. Das weiß ich nämlich auch nicht. Der Regen, der Drohne da oben. Auf sein Katapult. Ich glaube fast, dass 30 Minuten zu viel waren. Ich glaube, ich schaffe das schneller. Bitte, Senior, verbinden Sie sich mit dem Motorrad. Ich habe vorhin das selber probiert und habe dafür mehr als 30 Minuten gebraucht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, 30 wird schon passen, aber... Ihr seid ziemlich fix. So, der erste Versuch von dir, oder was? Nein, ich nur mal zu sehen, was da... Okay. Ah ja, meine Reifen. Die Reifen, oh mein Gott. Hä? Warum kann ich nichts mehr setzen? Ja, du bist gesperrt. Gebannt vom Server. Ah, jetzt geht's. Boah, war das gerade gruselig. Ei. Sag mal, warum kann ich den Motor nicht mehr beim Sitz verbinden? Habe ich irgendwas kaputt gemacht?
Habe ich einen Anzeigefehler? Warte mal, ich schau mal. Switch mal sicherheitshalber und switch wieder zurück. Nee. Der Motor mit dem Sitz. Sollte man normalerweise schaffen, oder? Der Motor ist mit den Reifen verbunden, das passt doch, oder? Ja, aber ich musste den Motor kontrollieren mit dem Sitz. Nein. Achso, ist nicht der. Scheiße, ja. Das geht nicht. Oder geht's bei dir? Also ich probier's mal, aber. Nein. Mach das mal auf. Ah, vielleicht hast du zu viele Anschlüsse. Ich meine, ich möchte nichts sagen, aber. Ich glaube, ein Motor kann nur 4 Anschlüsse vertragen, oder? Wie ja. ist das? Ja, die Kontrolle muss ja, ist ja kein extra Anschluss. Naja, gut, das stimmt, ja. Die Kontrolle sollte eigentlich kaputt. Möglich sein, ne? Elektromotor. Stimmt, du musst ja den Motor mit dem Ding verbinden können, mit dem Motor, ja. Ah, den, das Lenkrad mit dem Motor. Ja, sonst Schwachsinn. Ja. Alles kaputt, da. Ah, da tut sich schon was. Beim Reggie. Da ist sogar 2 Heißelpapier drin. Aber es ist erlaubt. Haben wir nicht verboten. Ah ja, jetzt kommt's. Jetzt geht's auf einmal. So, was passiert da beim Julian? Ich bin gespannt, wie du das connecten möchtest, ja. Ich baue da mal wieder den Stein rein. Aha. Okay. Auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, das fliegt noch nicht weit genug, Regi. Komisch. Das haut so nicht ganz hin, Julian. Ja, ach was. Bitte ist heute Captain Obvious. Captain Obvious ist an der Start, ja. Also er selber hat sich da 7 Stunden hingesetzt und einen Katapult gebaut und dann ist er der Experte, wenn die anderen nicht wissen, wie das geht. Ja, genau. Also ich glaube, ich sehe sogar den Fehler. Darf ich mir mein Klopapier wiederholen gehen, was ich da rausgeballert habe? Oh ne, einfach ein neues. Ich mach dir weg, die Klopapiere. Okay. Das heißt, du hast schon getried scheinbar, hä? Huh? Warte, wie geil das ausschaut. Ah ja, okay. Wirklich weit fliegst noch nicht, aber ist schon nice. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, genau. Ist schon nicht so schlecht. So. Ui, der Regge, da dreht er sich. Da visiert er mal, glaube ich, das mittelgroße Loch an. Hier gar nicht dann. Okay. Schauen wir wieder zum Julian, der da dezente Probleme hat. Und jetzt alles über den Haufen wirft und von neu beginnt. Warum? Ja, das war Frage. Das weiß ich auch nicht, warum er das macht, aber. Ich glaube, der Julian ist nicht happy mit seiner Konstruktion. Du könntest jetzt schon verbinden, die beiden. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Dass sie jetzt schon eine Connection haben, oben rum, Julian. Ja, ich bin dabei. Okay. Weil ich glaube, so haben es die anderen auch gemacht. Ja, den Tipp kann man schon geben, weil. Er jumpt da. Brauchst du gar nicht, weil den habe ich schon. Die habe ich selber gehabt. Ah ja, na gut. Das ist okay. Ach Gottchen. Ah, Moment, das warum auch schon macht der Trost? Warte mal, irgendwo ist doch da ein Fehler. Also habe ich noch nicht erwähnt, es darf nichts drüber stehen. Also man kann jetzt keine Pistons verwenden, die drüber stehen über die Betonmauer. Das wäre verboten. Das schaut irgendwie Buggy-Beton aus, Matteo. Ja, es ist Brown, das ist irgendwie einfach. Wo ist der Fehler da drin? Ich krieg das nicht hochgeschnipst. Es ist auch, glaube ich, echt nicht leicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe mich auch gespült damit und bei mir sind ja Klopapierrollen ein bisschen weiter geflogen, ja. Aber die werden sicher nicht da reingeflogen. Idiot. Okay, ich höre. Oder magst du es nicht verraten? Ui! Da baut jetzt plötzlich eine Wand hin. Da ist mir plötzlich was eingefallen. Kampfrausch, du brauchst keine Wand bauen, weil das hauptsächliche Problem, das kann ich bei dir nicht abgucken. Das ist nämlich eine Einstellungssache. 9 Minuten sind auf der Uhr vergangen, also noch 21 Minuten. Warum blockiert es?
Okay, ja. Verstehe. Und du hast Physik studiert, ne? In Physik. Du bist Physik, ja. Wie das mit dem Schweißen hier? Zwischen die beiden Blöcke gehen oder wie? Also ich glaube, schweißen müsstest du gar nicht. Warum Verbunden? ist das nicht verbunden, what the fuck? Automatisch. Ist es nicht. Ja, eben, das verstehe ich nicht. Das sollte eigentlich so sein. Wenn du jetzt anfängst bei der Drehscheibe und dann nach oben gehst und dann rüber, Ja, habe ich gemacht. dann sollte das eigentlich verbunden sein. Ohne schweißen zu müssen. Bau gleich den nächsten Block dran, oder nicht? Du kannst auch, was sie das da benutzen zum Hochfahren. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ein Fehler. Ich glaube, jetzt passt's, Julian. Ja, genau. Auch Jetzt gemacht, ist ne? es fix zusammen. X-Zahn. Ah ja, jetzt geht's. Ja. Nee, Nee, ist es da schon nicht. Ist wieder es nicht. nicht. Das ist wieder nicht zusammen. Oida, was ist das? Da drüben passt auf jeden Fall, auf der anderen Seite nicht, ja. Ja, eine Seite ist nicht das Problem, beide Seiten sind das Problem. Ja, klar, ja. Ah, schau mal, was ich meine, du könntest mal zum Reck hier rüberschauen, ja. Nee, mein ich nicht. Wenn dann. Ja, na gut, ich lasse dich da mal allein in deiner Not. Du schaffst es schon. Am Ende bist du eh wieder der Erste, so wie das letzte Mal, ja. Diesmal erkläre ich aber nichts, das kann er aber vergessen. Oh mein Möglichkeit. Gott! Was machst du, Alter? Klassischer Regie wieder mal. So, ich schau mal an, was du so bastelst da. Du arbeitest wahrscheinlich mit an der Geschwindigkeit. Ah, okay. Oh, okay. Nee, mit der Geschwindigkeit, ich verstehe das Problem nicht. Vielleicht musst du die Winkel noch anpassen. Die gerade. Ja, ich versuch's ja gerade. Hab jetzt gerade wieder alles auf Null gemacht vorher. Ah. Schau mal bei Matteo, wie es da ausschaut. Okay. Die Winkel. Aha. Da haben wir Unterschiede. Ui! What the fuck? Ui! Nice! Ja, Mann. Ja, Mann. Am Frausch, das ist völlig egal. Nicht so schlecht. Wo ist denn mein Fehler? Ich verstehe das nicht. Aber Punkte noch immer 0 für ihn. Na? Auch nicht so übel. Aber da musst du noch was überlegen. So, schauen wir mal zum Julian. Jetzt schaut's gut aus. Bist du auf der einen Seite weiter weg, aber es ist scheißegal im Endeffekt. Ja, jetzt scheint es mal verbunden zu sein. Ja, jetzt ist es Dadurch, dass connected, ich ja. umgedreht. Jo. Upsa. Gut, du setzt halt eh auf stationär, aber warum nicht, ja. Vielleicht verstehe ich es so einfacher. 27, nee, 17 Minuten noch. Stimmt ja. Aber zurückgegangen ist irgendwie schneller, 100 kam mir vor. Punkte. Nein, ist nicht wahr. Und ich hab's nicht gesehen. Na geh. Ich mach's gleich nochmal. Du hast 200 Punkte sogar. Ja. Nee. Ja, 100, nicht 100. Verbunden. Hab ich verschaut. Ja, passt 100. Immer noch nicht verbunden. Und, Alter, was mach ich denn jetzt? Das gibt's ja nicht. Was ist da los beim Julian? Lol. Ui, ui, da werden die Punkte gegettet. Sogar ins Kleinste trifft Seht er. Nicht. Seht ihr nicht, da, der Tomato. Ja, stimmt, der zählt nicht. Warum zählt denn der nicht? Der muss doch zählen. Ja, das Spiel ist garstig zu mir mal wieder. Ja, voll. Oh mein Gott. Aber wir halten mal fest, der Matteo war derjenige, der als erstes getroffen hat. Ja, schön.
Ja, schön. Reiki wird angepisst, wie immer. Verstehe halt nicht meinen Fehler, das ist halt das Problem. Alter Verwalter. Ja, aber es zählt halt nicht. Ah, weil die so klein sind. Die müssen halt beim Sensor ankommen. Der Sensor ist wahrscheinlich relativ gering eingestellt. Ah, das habe ich nicht gedacht. Warte, ich schau mal den Sensor an. Der ist auf 7, naja, eigentlich. Guck ich das nicht mehr raus, oh ja. Du hast aber 400 Punkte jetzt, also wurscht. Es ist für jeden gleich scheiße, sagen wir so, ja. Also einfach ja, weiterschießen, würde ich mal behaupten. Bist. Oh mein Gott, was zur Hölle. Was? Nee. Bist du gerade durch das Ding gehüpft und wieder rausgehüpft? Einmal. Ah, ich bin da nicht vor. Alter. Okay, was ja, ist denn das jetzt? Ja, ich selber die ganze Zeit. Ich kann keine Punkte. Ja, okay, das ist jetzt scheiße. Ja, dann zieh mal halt 200 ab. Ich meine, ich kann noch größere Blöcke werden. Ja, schon, aber wir brauchen, glaube ich, einen Ersatz für die Klopapierrollen. Ja, einfach größere Blöcke wird nehmen. Welche großen Blöcke? Was meinst du? Ein Draht? Kannst du genau machen wie mit... Kannst du genau machen wie mit Klopapier. Was? Wie Klopapier? Achso. Einfach normale Blöcke verwenden. Statt Klopapier. Ja gut, machen wir mal zwei Blöcke. Hey, was ist jetzt passiert? Wieso bin ich jetzt hier unten? Was gut, warum passieren jetzt? Müssen wir jetzt improvisieren. Probier's mit zwei Blöcken, ja. Das sind glaube ich zu schwer, ehrlich gesagt. Nimm mal Karton. Ja, zwei Karton wären okay, ja. Aber ich glaube, dass auch ein einzelner Block nicht groß genug sein wird. Das befürchte ich eben auch. Und wenn wir auf ein Rad switchen... Rad. Weil dann ist wahrscheinlich zu schwer. So Rad ist. Achtung, warte. Ah, warum bist du da jetzt so kaputt, Junge? Ich schau mal, ob wir es switchen können. Ach, kacke. Ja, ich nehme mal ein großes Rad. Ein normales Rad. Normales Rad. So. Feuer. Ah. Wir nehmen ein Stoppschild, bitte. Wir wechseln auf Stoppschild für alle. Okay. Ich hoffe, dass das geht. Groß genug wäre es und von der Leichtigkeit. Heißt das Stoppschild? Wäre es Stopp, glaube ich, warte mal. Ja, Stopp. Ja, okay. Aber nur Stopp eingeben dann. Okay. Wie groß ist denn das? Okay. Aha, okay. Also, es ist auch leicht, aber es ist halt größer. Und ja, wie gesagt, die 200 Punkte werden dann natürlich abgezogen. Alter, also sorry, dass ich jetzt mal nachfragen muss. Ich habe ja, meins bitte. Komplett auf die schnellste Geschwindigkeit gemacht. Ich krieg's lange nicht so schnell wie du. Winkel. Du hast wahrscheinlich nur kurzen Winkel. Naja, es geht, er hat schon verbessert, das hat schon schlimmer ausgeschaut. Also, zeig mal hier, wo ist denn dein Einschubsgerät? Ja, ihr seid Konkurrenten, oder? Mach's nochmal. Mach's einfach nochmal. So, wie schauen wir da aus beim Julian? Ui! What the fuck, Alter? Wie schnell das ist bei dir, das ist krass. Was hast du da alles gemacht, Julian? Also ich krieg das nicht so noch schnell wie Kampfrausch. Ich hab, wie viel Grad habe ich? Ich hab 225 Grad. Und halt ja. Mehr Winkel als du. Hä, wie meinst du mehr Winkel? Das Ding ist ja viel länger als bei dir. Ach so, meinst du Physik. Das? Ja, Physik, das habe ich vorhin gemeint. Physikprofessor oder so. Ja, man kann ja ranzen. Ich glaube, du brauchst eine Steuerungseinheit, Julian. Also ohne der wird es nicht gehen. Steuerungseinheit. Weil da kannst du bestimmen, wie der Winkel aussieht und wie der Winkel verlaufen soll. Das heißt, ich verbinde die mit dem Motor und dann mit dem... Den Tipp muss er da geben, weil sonst kommst du da nicht voran, ne? Mit dem Motor weiß ich nicht genau, mit dem Schalter kannst du es auf jeden Fall machen. Ja, aber dann... Bringt ja nichts. Ja, wenn du auf die Steuerungseinheit klickst, dann kannst du schauen, welcher Winkel dann, welchen Winkel du haben möchtest. Aber ich kann ja die die Steuerungseinheit nicht mit dem Motor verbunden. Brauchst du nicht, Fuß tust. Ach so, mit dem. Nee. Auch nicht. Du brauchst keinen Motor dafür.
Hä, hey, was ist denn das bitte? Die Schale ist aber nicht so mit drinnen, ne? Das so, Matteo noch immer 400 Punkte. Was hat der Reggie? Ja, 0 Punkte. Und Julian genauso 0 Punkte. Die Schale ist okay, wenn er die verwendet. Das passt schon. Die ist aus dem normalen Modus, die ist nicht aus dem. Ja, ja, klar. Ja? Ja, ja, sicher, ja. Antenne, glaube ich, oder so, irgendwas, so ein Teil. Das passt okay. Schon. Ah ja, der Regie hat überlegt und baut jetzt höher, alles klar. Hä? Mach. Ich baue nicht höher. Aber mir kommt das höher vor, okay. So, Julian ist noch mit der Steuerungseinheit beschäftigt. Wir nehmen jetzt ein Stoppschild, oder was? Ein Stoppschild, ja. Einfach Stop eingeben. Apropos Stop, wir haben noch 10 Minuten. Ja, Alter. Keine Ahnung, wo es mir das jetzt hingehauen hat. Oh ey, was geht mit dir? What the fuck, was geht bei mir? Okay. Also ich kann, glaube ich, schon mal sagen, dass das Stoppschild mehr Power braucht, wie es ausschaut. Ja, super, jetzt kann ich mein Gerät nicht mehr setzen, das ist super. Setz doch dein Gerät, na geht doch. Ich warte doch immer auf den Moment, wo der Julian dann voll aufholt. Okay. Schauen wir mal. Block entfernen, dann droppt das runter. Ich hoffe, es landet auch in der Schale. Ha. Ja. Hat's gezählt, es hat gezählt. Ah, glaube ich nicht. Stoppschilder 10, Gott sei Dank, okay. 500 Punkte, 300 Punkte für den Matteo aktuell. Ich glaube, du hast schon wieder Punkte gemacht. Ja. 400 Punkte für den Matteo. Oh, das ist ein sehr hochgeflogenes Stoppschild, aber nicht dein, wo ich wollte. Na, es war relativ weit hinten gelegen, ne? 500. Alter, was geht denn bei dir, Reggie? Was machst denn du? Ich hab keine Ahnung. Du sollst dich nicht selber dorthin schmeißen, sondern Stoppschild. Ja, ich weiß nicht, irgendwie haut's mir das irgendwo hin, das Zeug, aber nicht da, wo ich's hin will. Musst du lenken oder die Stärke einstellen. Oder früher abbrechen beim Schießen. Braucht doch ein bisschen Skill beim Schießen. Oh, what the fuck. Ja, ich hätte noch andere Ideen. Eine Düse, die nach unten zeigt. Hey, what the fuck? Was? Warum? Um Grip zu erzeugen. Aber bei dir geht das ja auch irgendwie. Warum eigentlich? Ja, ah, wegen der Schwere. Ah, das Gewicht macht so aus bei dir. Ich glaube, sie habt die Reifen hinten gebaut, weil ich so lustig bin. Ah ja, nee, eben nicht. Bei dir macht das Gewicht aus, ja. Okay, nächster Versuch von Julian, man weiß es nicht. Schaut ziemlich eingesperrt aus. Ui! Wo ist denn das hin? Ich weiß nicht, was hier geflogen ist. Ja, rechts rüber zur roten ja, Bahn. Ja, super. Ja, mir hat's gar nicht die Stoppschilder weggehauen. Die sind einfach da geblieben. Ach, das, ja, meinte ich auch noch hier auf der Dings drauf. Warte mal. Jetzt kommt schon, macht ein paar Punkte. Es gibt's ja nicht. Ich hab noch. Ey, was eh? Was haben wir da? 8 Minuten noch. Wie gesagt, ich glaube, die kleinen zählen mehr. Also das kleine Loch rechts oben zählt mehr Punkte. Also es ist noch alles drin im Prinzip. So, du bist bei 700 Punkten, Matteo. Alter. Ui, knapp. Ui, Reggie. Okay, du hast zu wenig Gewicht, würde ich mal sagen. Ja. Das hört er nicht so oft. Dich überschlägt es halt, wenn du schießt. Also, ach, das deutet auf zu wenig Gewicht an. Hin, danke. Ui, aber jetzt habe ich den Dings oben drauf und kriege. Was? Wie viel? Okay. 1000 Punkte. Alter, eben, noch alles drin. 1700 Punkte für Matteo. Ja, gut. Ich. Nur nicht aufgeben. Aufgeben tut nur ein Brief. Wir haben noch 6 Minuten jetzt. Ja,
bin ratlos. Wie gesagt, ein Wurf ins rechte obere, wer weiß, was passiert. Ui! Ui! Wir wissen jetzt, was passiert. Ja, 10.000 Punkte. Alter, Matteo hat gerade getroffen. Alter Fuchs, Alter. 11.700 Punkte für Matteo, also so wie es ausschaut, schaut es gut aus für Matteo. Ah, hat diesmal nicht getroffen, knapp daneben. Ja, ach, das mit dem Stoppschild ist scheiße, ganz ehrlich, das geht nie ab bei mir, die standen jetzt schon wieder hier oben mit. Wieder mal Mimimi-Moment. Ja, keine Ahnung. Leider nicht weit genug. Da liegen auch schon ein paar Stoppschilder mal dumm. Noch einer. Noch eins. Ah, schaut gut aus. Das sieht gut aus. Ah, ja, das ist nicht so. Ja. Was macht er denn, der Regi? Ah, das Metall hinten dran, aber okay, das schwerer wirst du, alles klar. Ja, aber ich. Es funktioniert nicht so, wie ich es will. Ja, schade. Der Julian halt. Hat das Ganze halt fix am Boden gestellt, was auch eine Möglichkeit ist. Wo ist das? Ja, nee, ich bin auch raus. Also, ich geh jetzt eine rauchen und dann. Oh. Ja, ja, bei mir stützt es halt überhaupt nicht. Ich hab so viel Zeit voll am Anfang, dass das alles. Ja, das stimmt, du musst den Schuss abbrechen mittendrin. Ja, das mach ich ja. Durch. Denkst du, da passiert was? Ha! So, ja, ja, aber ich bin trotzdem viel zu langsam. Du brichst es ab, okay, das ist schlau. Viel zu langsam bin ich. Darf ich das vielleicht gar nicht kommen, lol. Warte, ich schau mal, wie es bei mir eingestellt ist. Ja, sicher, aber wenn du den Schuss abbrichst, geht der ganze Energie mit. Ich würde mal warten, bis die Zeit um ist, Matteo. Also, ja. Yep, ja, eine Chance habe ich eh keine mehr. Aber das Problem ist, ganz vergessen, der baut nie diese Geschwindigkeit auf, die du hast. Siehst du doch mal bitte. Bam, Alter. War zwar drüber, aber egal. Der war drin. Ah, ne, der hat nicht zählt, lol. Zählt nicht. Das ist krass, ne? Ja, bei mir kriege ich diese Geschwindigkeit nie drauf. Nie. Okay. Oh. Ich hab keine Ahnung. Hast du einen Motor drinnen? Ja, klar habe ich einen Motor drin, aber der Motor ist doch scheißegal. Der ist nur zum Fahren da. Na, ja, vielleicht hat der Matteo nicht nur zum Fahren. Du hast ja. Gut, warte. Du hast ja das Ding auch in der dritten Position erst. Das gehört in die zweite rein. Das ist egal. Ist es trotzdem viel zu langsam. Ja, weil dein Ding oben selbst viel zu schwer ist. Du hast ja da oben tonnenweise Holz. Ah, da ist so viel Holz da oben, ja. Der Matteo hat es ja viel kleiner, ja. Dementsprechend musst du halt die Power dann anpassen, ja. Ja, mehr Power kannst du da nicht geben. Nee, weniger Holz oben verbrauchen. Ja, dann mach halt weniger Holz, ja, okay. Gut. Aber das wäre dann halt die Lösung gewesen, ne? Ist doch leicht, also von daher. Ja, ja. Trotzdem sind es 15 Blöcke schwerer als 5. Das ist korrekt, ja. So. Was habe ich noch anders? Ich habe Motor angeschlossen und das. Hast du einen Elektromotor? Nee. Der Motor ist egal, wie gesagt. Weiß ich nicht. Aber ich finde schon mal cool, dass es gelungen ist, zumindest mal die Grundidee und so. Ja. Dass das schon mal gut funktioniert mit dem Katapult, ist geil. Ich hätte gleich gerne mal eine halbe Stunde, ich habe noch eine neue Idee, die ich gleich mal ausprobieren möchte. Zwei Minuten haben wir jetzt noch. Reicht nie im Leben, brauche ich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde für. Ja, wir können nachher noch rumprobieren. Ja, klar, freilich, ja. So, dann machen wir jetzt nochmal Stoppschild dran. Boom, weit drüber. Bei dir habe ich gar nichts gesehen, der Regie. Bam, Treffer, oder? Nee, interessant. Auge. Wenn das ein Auge ist. Ganz knapp. Wieso? Ja, super, jetzt kriegt. Jetzt ist es ganz kaputt oder was? Na, super, schön.
Bis mir auch schon passiert, einfach wieder nochmal aufstellen. Reagieren so mimimi. Ja. Das kann er wenigstens. Ja, das kann er, ja. Da ist er daheim. Beim Beinen. So, wenigstens einen Punkt reagiert, ist er gar nichts drin, oh ja. Hä? Du hast noch eine Minute Zeit, Regi. Ja. Einen Punkt wenigstens, oder 100. Alter! Bis er mal da oben ist. Ja. Ja, super! Doch, du Scheißteil. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5. Ja, ey, komm. Dreck! Nee. Danke, das kann ich rauspiepsen. Das war's! Matteo hat gewonnen und zwar eindeutig. Das ist der einzige gewesen, der getroffen hat. Schade, dass es beim Regen nicht gereicht hat und beim Julian. Aber ich bin mir sicher, beim nächsten Mal, wenn wir nochmal so eine Challenge hätten, würde es das schaffen. Gut. Das heißt, wir haben wieder, ihr habt wieder schön was dazugelernt, nehme ich an. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Danke euch fürs Zuschauen. Die schießt dann irgendwo hin. Und Papa. Servus. Regi, du bist so eine Ranzen, Alter. Da kann man zwei Ranzen draus machen.